Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überreden. Glaubst du wirklich, wir können ihn finden? Nach all dieser Zeit? Er kann nicht immer gut haben. Bringen wir den Spaß zu Ende! François Germain glaubte, dass Lafreniere... Ja. Sein Geschäft ist in der Kontrolle. Warum? Elise! Sei dein Mann! Was zur Hölle? Warum fange ich immer direkt Stress an, ne? Elise! Wo will die hin, die Alte? Entkommen kannst du uns eh nicht. Wieder einfach mal eine Leiche lag. Warte auf mich! Was soll denn das? Spielt die jetzt Fangen hier mit uns? Hab dich! Was soll das werden, Mann? Was soll das werden? Wo gehst du denn hin? Ah, Frauen, ey. Puh. Komplizierte Wesen auf jeden Fall. Warte doch! Was hast du denn vor? Führt die uns hin? Was sollte das denn? Arnaud, François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Okidoki. Die Braut ist ein Sturkopf auf jeden Fall. Leer. Nach oben. Dort war seine Werkstatt. Dann los. Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Elise. Sag es nicht. Eine Falle? Das ist meine patriotische Pflicht! Eine Falle! Hätte es mit deinen adligen Freunden fliehen sollen, Verräter! Genau so durchbohrt ihn von hinten! Ich bin mit euch! Seht ihr das? Tötet sie! So, hier. Bist du ja? Komm, lass meine Frau in Ruhe. So. Geht doch. Na, Elise ist doch nicht so stark, wa? Ist schon die Hälfte deiner Lebensenergie verloren. Nun, das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Verschlossen. Vielleicht könnten wir... anklopfen. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arnaud. Schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell wie... Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Bleib unten.
gesehen? In den Fenstern, auf der anderen Seite. Pass auf! Ist ja gut. So. Ja, geh nicht. Jetzt geht er. Toll, das mit den Kopfschüssen habe ich schon wieder versaut. Naja, egal. Hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. François Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arnaud, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Bishop out. Junge, ist okay. Oder Mädel. Oh Gott, warum mache ich so einen Stress eigentlich immer? Los, haut ab! Setz dir die Hose etwas zu eng! Hilfe! Wir hauen einfach ab! Ich habe keine Medizin mehr. Was soll das denn schon wieder? Na gut, so. War eigentlich ganz geil. Also irgendwie sind die letzten ein, zwei Missionen jetzt mit ihr viel geiler, interessanter. Auch lustiger ein bisschen gemacht. Ja, gefällt mir richtig gut. Wo renne ich eigentlich hin? Achso, zum Ziel. Naja, stimmt ja. Zur nächsten Mission. Hier dancen sie schon wieder ab. Sehr schön. Solange die Leute noch Spaß haben, ist das doch alles gut. Ist doch alles okay. Nebendran werden zwar Leute umgebracht, aber egal. Eine trauernde Mutter verteidigen, die nur ein Andenken an ihren ermordeten Sohn mit nach Hause nehmen will. Ach du Scheiße. Sollen wir ihr helfen? Wir helfen ihr. Komm. Sie haben ihn ohne Grund gehängt. Ich nahm ihm diesen Anhänger vom Hals. Bitte, Sir, könnt ihr mich beschützen, während ich ihn zu unserem Haus zurückbringe? Ich würde mir wünschen, diesen Anhänger segnen zu lassen. Ist das unvernünftig? Ja, ist schon okay. Das Problem ist, ich habe kaum noch Lebensenergie. Hängt sie am Laternenpfahl. Sie ist auch adelig. Hab ihn. A la Lanterne. Und nun seine Mutter. A la Lanterne. Jetzt hängt die da wieder fest, oder was? Geh mal aus dem Weg jetzt hier. Oh Gott, ist das wieder verbuggt. Und direkt das nächste. Alter, ernsthaft jetzt.
Weiß ja nicht mal, wo die hin will. Ja. Warum hat die so einen Rechtsdrang? Warum guckt die? Warum läuft die so schräg? Was ist das? Warum ist das so verbuggt, Leute? Ohne Scheiß. Verbündete werden noch angegriffen. Sehe ich überhaupt nicht, aber. Ist doch alles easy gerade. Okay, der hat ja auch. Hat die gerade ihr Schwert gezogen? Geh mal aus dem Weg jetzt. Pflaume. Livre. Livre ist die Währung. Okay. Ja, wo willst du denn hin? Wo will die denn hin? Was ist denn das? Das ist total verbuggt. Verbündete werden angegriffen. Nein, werden sie gerade nicht. Okay, alles klar, Leute, ohne Witz. Bevor ich jetzt hier ganz abkotze, würde ich sagen, mache ich hier einfach Schluss. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich werde jetzt einfach das Spiel, dann soll das wieder beendet sein, die Mission. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Leute, lasst ein bisschen Feedback da, würde mich sehr, sehr freuen. Und auch nochmal an dieser Stelle danke für euren Support bei diesem Projekt. Es ist wirklich grandios. Ja, und ich hoffe, das geht natürlich noch so weiter bis zum Ende. Ja, ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.